Hallo meine Schokohäschen und willkommen zu einer neuen Folge Leben auf dem Parkplatz. Wir sind hier in Spanien bei La Geoda de Pulpi. Das ist eine Silbermine, die sich dort in den Bergen befindet. Da haben wir in 2 Tagen einen Termin. Deswegen sind wir hier, wie man sieht, der Parkplatz ist komplett leer. Wir sind ganz alleine, ein bisschen in den Bergen. Da sieht man die Küste und wir werden jetzt die Tage uns hier aufhalten, die Fahrzeuge ein bisschen pflegen, den Alltag ein bisschen zeigen. Ich bin schon seit 4 Jahren mit meinem Fahrzeug unterwegs. Lana und ich zusammen sind jetzt seit 30 Wochen nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, die Lana macht gerade die Wäsche. Hallo. Ja. Wäsche zeige ich lieber nicht. Wir haben hier in der trockenen Gegend seit Wochen keine Brunnen mehr gefunden. Deswegen benutzen wir auch die herkömmlichen Wasserkanister als Bordwasser. Ich werde später auch meine Wäsche machen, dann kann ich das zeigen. Aber zunächst einmal wollte ich den Müll wegbringen und dann kann ich euch das Gelände hier ein bisschen zeigen. Weil wir befinden uns hier an einem sehr besonderen Ort. Hier ist alles mit Straßen durchzogen. Und ich glaube, es sollten ursprünglich überall Häuser hin. Aber dann hat die Finanzkrise Spanien überrascht. Und wie man sieht, ist hier einfach nichts. Nigelnagelneue Straßen, supergeile Parkplätze. Aber keine Menschenseele hier. Die Mülleimer werden tatsächlich entleert. Die Lampen leuchten hier nachts über auch. Also es ist echt sensationell. Wie man sieht, ist dort am Eingang ein Golfball, weil hinter uns befindet sich noch so eine Golfanlage. Und das macht das Campen oder das Stehen hier einfach nur super, super gechillt. Morgen fahren wir dann nochmal weiter und gucken uns Parkplätze in der Umgebung an. Und wie gesagt, übermorgen geht es dann in die Mine rein. Aber bis dahin werden wir bestimmt einiges erleben. Auf so einem Parkplatz zu leben ist total abgefahren. Mal habt ihr irgendwelche verrückten Verschwörungstheoretiker, dann je nachdem, wo ihr steht, habt ihr dann auch Partys ohne Ende. Und hier im Moment ist es halt eher total ruhig, was perfekt ist, um die Karre ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich habe einen selbst ausgebauten Camper, sieht super chaotisch aus, aber das ist einfach die beste Art, um aus dem ganzen Platz viel rauszuholen und alles exakt so zu haben, wie man es gerne selber hätte. Und bei mir stand auf jeden Fall auf der Agenda, dass das Fahrzeug erstmal robust ohne Ende ist und so pflegeleicht wie nur möglich ist. Und das Geile ist auch, dass man bei so einem kleinen Fahrzeug alles ganz schnell sauber bekommt. Beim Selbstausbau auch alles selber reparieren kann und sowas. Also sowas wie durchfegen oder sowas ist ja in 5 Minuten erledigt. Ich check jetzt noch meinen Wassertank. Wie gesagt, wir benutzen diese Trinkwasserflaschen hier. Aber diese 8 Liter Bottiche kosten ja auch nur 88 Cent. Das sind 11 Liter pro Cent. Das sind 11 Cent pro Liter. Da sind die Kosten ja auch verschwindend gering. Mein Wassertank fast 20 Liter. Damit kam ich eine Zeit lang eigentlich einen Monat aus. Jetzt mittlerweile sind das so 2-3 Wochen. Also wir reden davon keinen 5 Euro im Monat. Und das war's. Mehr habe ich nicht zu tun im Auto. Was machst du gerade so? Strecken. Stressiges Leben, ne? Ganz fürchterlich. Die Lana fängt jetzt an zu kochen. Ein bisschen was anderes. Ich habe Aubergine gefunden. Also sie hat dazu einen Gaskocher. Manchmal eine Feuerstelle so im Boden, wenn man das darf. In einem ganz herkömmlichen Kochtopf. Ich persönlich bevorzuge ja einen Schnellkochtopf, wo dann so ein Druckdeckel drauf kommt und das spart nochmal die Hälfte an Gas. Weil im Gas rennen wir momentan echt hinterher, ne? Ja. Man kann sich Pakete an die Poststelle bestellen, unter dem eigenen Namen und mit der Adresse der Poststelle. Die behalten das dann ein paar Tage oder wie lange? So circa 10 bis 14 Tage. Ihr kommt mit einem Ausweis vorbei und dann könnt ihr die Pakete mitnehmen. Meine Empfehlung. Lasst es euch nicht inmitten einer Stadt bestellen, vor allem nicht da, wo du in der Low-Emission-Zone bist, weil das ist sehr problematisch. Weißt du noch, wie mit unseren Backpacks durch halb Barcelona gelaufen? Ja, wie viele? Es waren 48 Gaskartuschen, haben wir einen Rucksack geladen und dann durch die Gegend gerannt. Hat richtig Spaß gemacht. Aber abgesehen davon ist das Kochen eigentlich wie zu Hause, ne? Ja. Und das Kochen mit Gas ist natürlich viel, viel besser. Wir suchen einen Blick auf Beutefahrt. So, und ich werde jetzt mal meine Wäsche machen. Wie macht man das ohne Waschmaschine? Ist eigentlich ganz einfach. Jeder hat so seine eigene Methode. Lana hat das ja in einem Bottich gemischt. Ich mache das in einem Sack. Neuerdings mit Flüssigwaschmittel. Achtet bitte darauf, wo ihr das entsorgt. Natürlich nicht in irgendwelche Flüsse oder in die Natur oder sowas. Waschmittel, Klamotten und Wasser in einen Sack rein. Den dann mit so einem Clipsdings zumachen. Das ist aus dem Ikea. Das sorgt dafür, dass das Wasser aus dem Sack nicht rauskommt. Und dann einfach durchmischen. Das funktioniert echt mega gut. Das Wasser lässt man dann ab. Unter dem Fahrzeug befindet sich ein sogenannter Grautank, wo das ganze Wasser dann reinkommt.
Und überall im Land verteilt gibt es sogenannte Abwasserentsorgungsstellen. Die sind extra für Camper erstellt worden. Das sind quasi Löcher im Boden, wo man einfach das graue Wasser, das Toilettenwasser und so weiter entsorgen kann. Einmal richtig auswringen und dann ganz wichtig, alles nochmal nur mit Wasser ausspülen. Warum machst du das eigentlich nie mit einem Sack? Weiß ich nicht, mir gefällt das in der Kalabasch. Ich habe das auch mal mit einem Eimer gemacht, aber da habe ich so mir alles vollgesaut. Der ganze Tisch war voll mit Wasser. Man kann im Auto nicht allzu viel Wäsche machen. Wenn ihr die dann trocknen wollt, dann müsst ihr die entweder draußen aufhängen, was ein Problem sein kann. Man stellt sich vor, einen Parkplatz voll mit Unterwäsche. Und wenn man die im Fahrzeug trocknet, dann steigt die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug. Also muss man jede Woche mal ein paar Klamotten waschen. Ist mehr Arbeit als mit der Waschmaschine, geht aber wesentlich schneller. Wie viele Liter verbrauchst du denn so für eine Wäsche? 1-2 Liter oder so, wenn. Echt? Wenn ich viel mache, dann echt nicht viel. Das ist ja das Coole an der Kalabasch. Das sammelt sich einfach das Wasser. Und aber das ist dann schwarz am Ende, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und fertig. Boah, geil. Und zum Trocknen dieser Hose verwende ich einfach so einen Faden vorne in der Fahrerkabine. Wie man sieht, hier hängen schon ein paar Klamotzkis. Es gibt noch andere Methoden. Man kann die auch einfach draußen in der Sonne trocknen. Zum Glück ist in Spanien die Luftfeuchtigkeit mega gering. Also wird das Wasser aus den Klamotten hier innerhalb einer halben Stunde rausgesaugt. Okay, die Sonne verschwindet so langsam, da kann man auch mal aufs Dach gehen und gucken. Ich habe ja vor kurzem hier ganz viel rumgebaut und dann habe ich einfach auf die Schnelle alle so Solarpanel hier wieder befestigt. Die Schrauben sehen alle hervorragend aus, die Solarpanel halten. Ja, in ein paar Videos werde ich hier auf dem Dach alles neu bauen. Wie man sieht, bleiben hinten die Solarpanel. Ein Solarpanel ist mir sogar geplatzt. Das Ding werden wir komplett zerpflücken und untersuchen. Das habe ich ersetzt und jetzt haben wir hier über 500 Watt an Strom. Schön auf dem Sperrholz. Ja, und je nachdem, auf welchem Parkplatz man steht, hat man eine andere Erfahrung. Hier ist es natürlich einfach oberruhig, ist ein bisschen zu ruhig. Deswegen fahren wir morgen auch direkt weiter. Aber das tat uns jetzt einfach mega gut, hier mal voll abzuchillen. Das ist das Geile daran. Wenn ihr Action haben wollt, dann fahrt ihr dorthin, wo Action ist. Wenn ihr Ruhe haben wollt, dann fahrt ihr dorthin, wo Ruhe ist. Man kriegt immer das, worauf man gerade Bock hat. Und schon geht's auch Richtung Bettchen. Also für Lana, nicht für mich. Ich mag es abends dann noch ein bisschen zu arbeiten. Die Tür hinten lasse ich einfach offen. Weil hier kommt ja eh keiner vorbei. Außer ein paar Mücken, aber da habe ich auch kein Problem mit. Wir benutzen immer so ein Citronella-Spray. Das ist hier in Spanien total verbreitet. Gibt's von unterschiedlichsten Marken. Das ist jetzt nicht gesponsert oder so ein Quatsch. Des Weiteren achten wir möglichst darauf, dass wir an Stellen stehen, wo es windig ist. Erstens ist es dann kühler. Zweitens können die kleinen Mücken mit dem Wind nicht umgehen. Stellt euch auf jeden Fall irgendwo hin, wo es kein Wasser gibt. Kein stehendes Wasser. Und zu guter Letzt habe ich immer mein Mückennetz, das ich dann über das Bett spanne, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Da kommen die Mücken einfach sowieso nicht durch. Ach, noch eine Sache. Dieses gute Zeugs. Isopropylalkohol. Mindestens 95%. Wenn ihr eine Mücke damit ansprüht, dann sterben die sofort. Googelt das. Das ist der Wahnsinn. Ihr könnt quasi Mücken damit aus der Luft runterschießen. Das ist mega lustig. Aber muss ich zugeben, benötige ich so gut wie gar nicht, weil wenn man auf die anderen Sachen einfach achtet, dann können die einen eh gar nicht mehr stechen. Ja, einige wissen jetzt bereits, ich habe ein kleines IT-Unternehmen, das reicht vollkommen, um sich so einen Lebensstil leisten zu können. Man zahlt ja hier keine Miete oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich kann von unterwegs aus arbeiten. Das ist auch egal, in welchem Land ich bin. Hauptsache, ich habe Internet. Ein paar Stunden am Tag genügen auch. Ich arbeite gerne abends kurz vorm Schlafen gehen, weil mich das so richtig schön müde macht und meine Kunden nicht im Büro sitzen und deswegen nicht zurückschreiben und ich dann meine Ruhe habe. So ist das Arbeiten auf dem Parkplatz auch kein Problem. Guten Morgen. Ja. War absolut problemlos hier zu schlafen. Eine Kleinigkeit, die ich gestern noch nicht erwähnt hatte, war, dass man immer darauf achten sollte, in welcher Himmelsrichtung man schaut. Weil, wie man sieht, geht die Sonne auf dieser Seite auf und wenn euer Fahrzeug von der Seite, wo ihr zum Beispiel eine Tür offen habt, von der Sonne dann gekocht wird, dann ist das morgens wirklich unangenehm und das kann euch den ganzen Tag versauen. Ich habe hier vorne einen kleinen süßen
Kompass. Wenn ich dann einparke, schaue ich einfach, ne, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen und da im Norden ist sie nie zu sehen. Also wusste ich, die Sonne steigt dort auf. Die seitliche Schiebetür hatte ich zu, dass die Sonne da nicht so reinhämmert und die Tür hatte ich offen, während ich hier morgens noch liege. Sowas hat man zu Hause nicht. Draußen im Auto, auf dem Parkplatz ist das irgendwie einerseits ein Nachteil, aber wenn man damit umgehen kann, dann ist das eigentlich mega ein Vorteil. Wenn man in kalten Regionen ist, dann kann man sich morgens schön die Sonne reinballern lassen und wenn man in einer heißen Region ist, kann man halt eben so stehen, dass man Schatten hat. Ja, dann machen wir uns Kaffee. Ich habe mittlerweile eine spezielle 12 Volt Espresso-Maschine, die das Wasser nach oben leitet, um dort von der Sonne aufzuwärmen, dann durch die Luft geht, um die... Nein, Quatsch. Ich habe einfach nur ein Pulver und knall da direkt meine Milch drauf. Gar kein Wasser oder so. Das schmeckt mega geil. Man spart sich unheimlich viel Gas dadurch. Wirklich, ich habe in den letzten 4 Jahren bestimmt 3/4 des Gases einfach nur an Kaffee und an Tee verballert. Jetzt bin ich wieder unter den Lebenden, aber uns ist hier echt viel zu langweilig. Deswegen fahren wir weiter. Gehen wir per App oder machen wir hier per Park for Night oder... Ne, du kennst den Parkplatz unten, ne? So war das. Ist der in der Nähe von der Stadt? Ja. Geht da was? Vielleicht. Teleportieren wir uns hin, ne? Ja. Ach, wo sind wir denn hier? Boah, ich bin ja voll nackig. Hier sind ja Häuser und sowas. Das ist immer das Doofe, wenn man sich teleportiert. Endlich mal ein bisschen Action. Also der Parkplatz ist hier etwas lauter natürlich, etwas zentraler. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Man kann im Fahrzeug solche Alubutylmatten verbauen. Die verringern das Vibrieren des Blechs vom Auto und das unterdrückt so ein bisschen den Schall. Aber man merkt schon, ne, das ist ein ganz anderes Feeling hier draußen direkt. Man kann sich hier natürlich auch nicht so breit machen, aber das ist nicht schlimm. Da vorne haben wir direkt das Wasser. Ja, das ist Wasser. Oh nein. Oh. Da haben wir wieder so ein Restaurant, wo Lana ja vielleicht wieder ein Konzert geben könnte. Und direkt am Parkplatz haben wir so ein Einkaufszentrum. Das ist mega geil, wenn man seinen Parkplatz wechselt, dann hat man immer die Umgebung zu erforschen. Ja, ansonsten gibt es hier noch so Wohnapartments. Da haben wir mal wieder Mülleimer. Also das Müllproblem ist echt kein Problem. Ich kann auch empfehlen, immer kleine Müllbeutel zu nehmen, weil zum Beispiel in England gibt es nur winzige Mülltonnen. Und wenn ihr so einen 80 Liter Sack voller Müll habt, dann könnt ihr das da natürlich nicht reinstopfen. Made Pulpi, Pueblo Mediterraneo, San Juan de los Terreros. Ich kann kein Spanisch. So, und am Fahrzeug geht natürlich irgendwie gar nichts ab. Deswegen ist man dann meistens unterwegs. Oben in den Bergen war das natürlich nicht so möglich. Hier haben wir einen Euro-Bazar, noch einen anderen Bazar, eine Pizzeria, ein Restaurant. Es gibt hier einen geilen Strand und so. Am Anfang haben mich viele gefragt, wie ich im Auto leben kann. Tut man eigentlich gar nicht. Man ist eigentlich mehr draußen unterwegs. Ja. Darum geht es ja auch. Stellt euch vor, ihr wärt jetzt an irgendeinem Ort, den ihr liebt. Würdet ihr im Auto rumsitzen oder in eurer Bude? Nein, tut man nicht. Man übernachtet. Das ist mehr so wie so ein Hotelzimmer. Jetzt fliegt ihr auch nicht nach Paris, um dann den ganzen Tag im Hotelzimmer zu hocken. Und genauso ist es mit den Fahrzeugen und mit den Parkplätzen. Und je nachdem, welche Erfahrungen man haben möchte, fährt man dann eher in die Stadt, in die Berge oder man ist im Wald oder man ist am Strand. Je nachdem, worauf man Bock hat. Aber letzten Endes ist man immer am Parkplatz, also man hat seine kleine Bude dort stehen und dort hat man auch seine eigenen Nachbarn und kehrt dort immer wieder hin zurück. Ist so witzig, Lana hat sich vorhin beim Rückweg ihren Fuß aufgeschlitzt an so einem Bauzaun. Wir haben da ein bisschen Blödsinn gemacht. Ja, da geht man natürlich auch wieder schnell zum Parkplatz zurück. Wir sind gerade angekommen und schauen uns jetzt erstmal den Fuß an. Und? Boah, das ist echt sehr viel Blut. Aber ich weiß nicht, warum ist das so eine dicke Schicht? Ja, weil das gerinnt. Das ist normal. Sieht doch gut und sauber aus. Ja. Aber es läuft nicht weiter, ne? Bis gerade schon noch. Du siehst ja, hier ist noch frisch und so. Hm. Ja, dann lass eine Kruste draus werden und dann machen wir da einen Verband drauf. Okay. Und morgen muss der dann amputiert werden, ne? Ja. Dann kannst du so pennen, ne? Ja. Ilana hat sich eine Schnittwunde zugefügt, die ungefähr 1 Zentimeter lang ist und 0,5 Zentimeter tief reingeht. Sie wollte jetzt unbedingt so ein Pflaster drauf haben. Haben wir gemacht und jetzt versucht sie damit zu pennen. Ich bin sehr gespannt, ob sie morgen damit in der Silbermine rumlaufen kann. Guten Morgen. Morgens kann hier echt so richtig die Post abgeben, besonders gegen 7 Uhr morgens. Da fuhren hier so viele Autos lang, aber ich lasse mich dann einfach nicht wecken. Gestern nachts kam hier noch die Müllabfuhr vorbei. Also in der Stadt hat man echt viel mehr Radau hier.
So, die Sonne ist noch nicht ganz oben. Die kommt wie erwartet von dieser Seite hoch. Die wird dann hier im Vorderraum voll reinballern. Und der Vorderraum wird so heiß, dass sie auch den Rest des Fahrzeugs aufwärmt. Im Winter ist das sehr cool. Im Sommer ist das sehr doof. Deswegen stehen wir auch, bevor die Sonne richtig weit oben ist. Wir müssen jetzt eh gleich los, weil unser Termin in der Mine ist in einer Stunde oben auf dem Berg. Moin. Wie geht's deinem Fuß? Ganz gut, also ich kann aufdrehen, aber ich glaube nicht, dass es schon geschlossen ist. Rumlaufen willst du trotzdem? Ja. Wäre schon doof, für 22 Euro seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Aber so sind wir halt. War cool, wenn man sich dafür interessiert. Ist natürlich kein Vergleich zu die Salzbergwerke in Polen zum Beispiel oder die Höhlen in Slowenien. Aber gut, war schön, ne? Ja. Ich meine, das ist die größte Geode in der Welt. Kann man sagen, hat man gesehen. Ja. Es war auch cool mit dem schwarzen Licht da. Da sind so Mineralien, die dann zurückleuchten. Kamera war total verboten. Das heißt, wir fahren gleich auch auf jeden Fall weiter und gucken uns noch einen letzten Parkplatz an. Schön an irgendeinem Strand, irgendeine Küste irgendwo, wo wir ein bisschen wieder abgeschottet sind. Vorher gehen wir noch einkaufen. Das Geile ist ja, man muss das Essen gar nicht nach Hause schleppen, sondern man ist direkt mit dem Auto am Einkaufszentrum. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie der andere Parkplatz sein wird. Hier meinst du? Ist das die schöne Stelle, die du meintest? Ich würde schon gerne ans Wasser dran kommen, muss ich sagen. Dann finde ich das hier am besten. Ja, da parkt auch jemand, siehst du? Das ist schon cool irgendwie. Ja, ist ja ganz schön. Mit direktem Zugang zum Meer, wenn man hier ein bisschen Müll hat, dann kann man sich das selber schön machen. Was für ein Gammelzeug, ey. So, gleich viel besser. Das ist ein Parkplatz. So kann das Leben auf dem Parkplatz sein. Lass mal deinen Fuß angucken. Oh Mann, zieh mal ab. Ich möchte das nicht. Ja, du wolltest ein Pflaster drauf haben. Oh, das geht so. Boah, nee, es sieht einfach nur fleischig aus. Soll ich dir das abziehen? Oh nein. Auf drei? Gar keinen Fall, du nicht. Du kriegst einen Euro für. Nee, aber einen Kaffee nehme ich. Einen Kaffee und ich ziehe auf drei ab. Bist du bereit? Eins, nein. Zwei, drei. Ist das fies, ne? Boah, das ist fies. Ja. Okay, jetzt wirklich. Eins, zwei, drei. War okay? Nein. Es geht, das gibt eine schöne Narbe. Ja, ne? Ja, hast aber ein Andenken. Aber die Geschichte muss halt besser sein. Ja. Ich hatte ja erwähnt, dass man sich überall hinstellen kann, wo man gerade Bock drauf hat. Und wir stehen hier nicht am Wasser, weil wir Bock auf Wasser haben. Wir stehen hier am Wasser, weil ein Kilometer von hier ein amerikanisches Flugzeug mit einer Atombombe abgestürzt ist und es eine verstrahlte Gegend gibt, wo wir jetzt hingehen. Hey, oh. Kleines Rädchen. Happy. Ich bin jetzt euer Tourguide. Der Nuklearunfall von Palomares. 1966 ist mit Atomwaffen des Strategic Air Commander der US Air Force ein US-Bomber, der mit vier Wasserstoffbomben bestückt war, mit einem Tankflugzeug in der Luft kollidiert. Keine der Wasserstoffbomben explodierte, aber die mit Plutonium gefüllten Zünder von zwei der Bomben explodierten und verteilten mehrere Kilo hochradioaktives Plutonium 239 über die Landschaft. Wir gehen hin. Die Bomben hatten die 100- bis 110-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Ein Sicherheitsmechanismus verhinderte, dass die thermonuklearen Bomben hochgingen. Das wurde alles komplett vertuscht und erst 2004 haben die richtige Messung und erste Dekontaminierung angefangen. Momentan sind auch nur 3% der Fläche dekontaminiert worden. Man schätzt, dass immer noch ein halber Kilo Plutonium im Boden drin ist. Geil, ne? So, und das ist es. Area Restricta, bla bla. Das ist einer von den 5 abgesperrten Zonen. Passieren verboten. Da steht aber nichts von wegen, was hier passiert ist, ne? Da unten waren wir eben. Da ist noch Lana. Und so schaut das alles von oben aus. Hier sieht man den Zaun. Da hinten oben auf dem Berg sieht man noch den Zaun.
Also dieses ganze Gebiet hier ist wegen Strahlung extra abgezäunt. Ich sehe gerade, man sieht drin noch größere Zäune, die noch weitere Gebiete absperren. Wahrscheinlich sind das dann die Fundorte. Gehen wir da mal hin. Aber dafür, dass das atomar verstrahlt ist, ist das echt schlecht abgesichert. Guck mal, hier kommt man einfach so drunter her. Oben schon bin ich auf der anderen Seite. So. Ja, so schaut's aus. Ah ja, hier wurde was gegraben, denke ich. Hier wurde eindeutig was ausgegraben. Möglicherweise einer der atomaren Sprengköpfe. Ja, und das ist das größte der fünf abgesperrten Zonen. Wir gehen jetzt noch zur zweitgrößten hin. Ich finde das irgendwie schade, dass hier keine Atomsymbole sind oder so. Aber die werden wahrscheinlich auch ständig geklaut. Dann gehen wir von der zweiten Zone noch durch die Stadt durch. Und dann zurück zum Parkplatz. Natürlich, wo wir uns dann wieder erholen. Warte mal, wer gerade hier war. Mein Onkel? Die Polizei. Sind die angehalten? Ja, ich hab hier so ein bisschen rumgetüdelt, ne? Ja. Und dann sind die angehalten und ich habe mich schon gewundert, warum steht da ein Auto? Dreh mich so ganz langsam zur Seite, Guardia Civil. Und ich so, oh. Und ich winke so und gehe wieder so ein bisschen zurück und hin und her. Und ich habe so getan, als wenn ich Müll sammeln würde. Oh. Das ist schon eine krasse Gegend, ne? Da hinten ist die Sperrzone. Hier ist ein Agrarunternehmen, baut hier Essen an. Da versuchen die Leute irgendwie normal zu leben. Wahnsinn, total verrückt. Also die spanische Regierung hatte Angst, dass die spanische Bevölkerung ihre Meinung zu Amerika verschlechtern könnte. Und deswegen haben die das versucht, immer geheim zu halten. Es kann gut sein, dass sie das immer noch machen, ne? Jetzt 60 Jahre später dürfte auch nicht mehr so viel Strahlung da sein. Aber es gibt kein Schild, es gibt gar nichts. Es gibt ja noch nicht mal ein atomares Zeichen da drauf oder so. Die Polizei kommt ja sofort vorbei. So, meine süßen Schokohäschen. Und hier ist die zweite Sperrzone. Die ist noch nicht mal abgezäunt. Ach, und übrigens leben hier auch Leute. Ganz geschmeidig. Die zieht sich auch über die Straße hier rüber. Da hinten sehe ich einen Zaun. Krass, das ist alles hier eigentlich Sperrzone. Aber wie man sieht, hier wird hier alles neu gebaut. Ganz neue Leitungen, ganz neue Kanalisation hier. Ganz neue Stromkästen. Leute, die hier arbeiten. Alles total entspannt. Ach, und hier fängt erst der Zaun an. Also ist das alles Gefahrenbereich. Aber hier ist wirklich Sperrgebiet. Also das zweitgrößte Gebiet erstreckt sich von hier bis dort hinten hin über die Berge. Es ist interessant, dass die hier ein Wasserbecken hingemacht haben und irgendein Gemüse anpflanzen. Das erste Sperrgebiet war da ganz hinten bei den Bergen. Das sind ungefähr 2 bis 3 Kilometer. Da kann man sich vorstellen, wie weit oben in der Luft die zwei Flugzeuge kollidiert sind, dass die Teile sich hier überall so verstreuen. Die Stadt selber wurde nicht evakuiert. Da gehen wir jetzt hin. Ja, und hier befinden wir uns im Herzen Palomares. Man sieht so einen leichten marokkanischen Touch. Hier sollen 5 Kilogramm Plutonium runtergefallen sein. Wie gesagt, haben sie es trotzdem nicht evakuiert. Ich könnte mir vorstellen, die Mieten sind hier sehr günstig. Hier so als Rentner zu leben ist bestimmt toll, aber meine Kinder würde ich jetzt hier nicht großziehen wollen. Oder? Und das alles direkt vor der Nase unseres Parkplatzes. Ist das geil? Man ist immer dort, wo es interessant ist. Zu dem wir übrigens jetzt auch zurückgehen, weil Lana sagte, sie wurde belästigt. Das gucken wir uns an. Ich hatte recht, das ist ein Parkplatz. Genau da, wo wir waren, da fahren viele Männer nämlich im Kreisraum. Ich habe auch 2 angequatscht. Ich bin weggefahren. Ich fand das richtig ekelhaft. Ja, die fahren einfach im Kreis, weil die halt eine schnelle Nummer suchen, so, weißt du? Und Frauen sind da echt wie Frischfleisch. Verstehe, verstehe. Das sind also alles Leute hier, die Spaß haben wollen, okay. Aber warum wird ein Lana angequatscht? Ich aber nicht. Ah doch, ich wurde angequatscht von dem Typen aus dem BMW. Okay, jetzt können wir weg. Oh, das ist ein Nackt. Was ist los? Ja, die fahren die komplette Küste entlang, ne? Ja, da wurde ich jetzt auch schon angequatscht. Echt? Ja. Warum bist du so überrascht? Ich bin sexy, Mann. Was ist, wenn wir vom Wasser weiter wegstehen? Ja. Ja, und da wären wir. Das ist unser letzter Parkplatz. Mir fällt auf, dass es hier echt wenig andere Camper gibt. Ne? Hammer, ne? Ich dachte, wir würden irgendwelche Leute kennenlernen. Aber nö, ist auch okay. Ich glaube, die Saison ist vorbeigegangen. Genau, ist es auch. Das heißt, das sind jetzt alle Eindrücke, die ich euch geben konnte. Ihr seht, man ist immer dort, wo man Bock drauf hat. Ich werde jetzt gleich eine Runde schwimmen gehen und muss mich dann wieder ins Auto verziehen, ein bisschen arbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns unterwegs.